Interne Countdown läuft noch und wir legen einfach mal los. Ich sage hallo und herzlich willkommen zur, Achtung, 10. Ausgabe, zur 10. Episode von DE Talk hier bei Vapor Trails. Heute ist Dienstag wie immer, aber heute ist der 27. August 2013. Wir freuen uns alle, dass ihr da seid. Bevor es wie immer um die Vorstellung des Programms als auch unserer Gäste geht, weil wir heute die 10. Ausgabe haben, möchte ich ganz, ganz kurz einfach mal kurz zurückblicken. Es ist wirklich vor 77 Tagen gewesen, dass wir die erste Sendung gemacht haben. Und zwar war es am 11.06. Das ist zufällig jetzt vor 77 Tagen gewesen. Und ich möchte nur einfach den Leuten, die das ermöglicht haben, ganz kurz danken. Ja? First of all, I would like to thank all the members of the Vapor Trail teams. A very big thank you that we are able to do our 10th episode tonight. Yes, of course, it's the 10th episode. We are a little bit proud of it. But the most important is our program tonight, of course. But give us 5 seconds to remind and to see that we are in the 10th episode. So very thanks to all the members of the Vapor Trail staff, all the team behind the scene that are working with us, for us, and fight together for us. Very thank you, and we hopefully look for the next 10 episodes in the future and all what coming afterwards. We have a long road to go, and we go this together. This is good to know, okay? Thanks a lot for this until this time and until today and tonight for this. So I'm switching back to German. Of course, ich sage jetzt mal ganz schnell auch dem internen Team hier Dankeschön namentlich. Ich sage das jetzt mal einfach ohne Reihenfolge, ohne das geprobt zu haben. Das ist natürlich Thomas Bayer. Das ist natürlich Norbert alias Zillertron, das ist natürlich Lilly, die viel Arbeit im Chat macht, das ist natürlich Krümel, Keks, Steffi, die auch in der Vorbereitung immer mit dabei war, nicht immer, aber in letzter Zeit sehr intensiv. Das ist Stefan alias Smoke, nee, Kingsmo, Entschuldigung, der uns auch in der letzten Zeit tatkräftig unterstützt. Einfach mal einen schönen Dank, dass das an dieser Stelle bis hierhin möglich war. Ja, so jetzt ist auch genug der Beweihräucherung. Wir wollen uns ja nicht beweihräuchern, das haben wir gar nicht nötig. Aber das muss einfach mal gesagt werden, weil es eine Menge Arbeit war und auch zukünftig sein wird. Okay, danke. So, 10. Sendung ist und bleibt natürlich immer ein Ding, was wir im Team machen. Und wie es angekündigt war, steht in ein paar Tagen die erste große, fette deutsche Demo vor der Tür. Und da begrüße ich erstmal die beiden Organisatoren, die wir beide schon mal in der Show hatten. Ich fange einfach mal im Osten der Republik an und sage Hallo Rolf. Hallo, schönen guten Abend. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir kommen gleich, gehen gleich sofort ins Detail, in die Details. Der nächste Gast jetzt von Westen, von Osten Richtung Westen. Frank, hi. Hi, moin moin. Moin moin. Also Rolf kommt von der Berliner, von dem Berliner Organisationsteam und Frank ist von dem Düsseldorfer Organisationsteam und mit den beiden werden wir uns hier heute hauptsächlich unterhalten. Ihr seid wie immer natürlich auch herzlich eingeladen, euch hier mit dazu zu schalten. 5 nach 10 nach, keine Ahnung, wenn wir den wichtigsten Teil dazu haben, kann sich jeder bitte gerne wie immer oder wie in den letzten Episoden gerne hier auch als Gast mit dazu schalten. So, aber die Vorstellrunde ist noch nicht zu Ende. Norbert, auch von dir bitte ein kurzes Hallo. Hallo und auch unserem Anchorman herzlichen Dank. Yes, of course, you're welcome. Stefan, sag doch auch bitte kurz Hallo. Hallo, guten Abend. Ja, ich werde heute den Chat ein bisschen im Auge behalten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, insbesondere an die Demo-Orga, bitte in den Chat schreiben, ich gebe das dann genau weiter. Gut, ich gucke schnell, bevor mich... Nee, Thomas, Entschuldigung, siehst du, ich hätte fast Thomas vergessen. Entschuldigung, Thomas, bitte. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer 10. Episode. Ich kann es auch fast noch nicht fassen. Vielen Dank für die tolle Anmoderation und ja, wir haben es echt geschafft, schon 10 Episoden auf die Reihe zu bringen. Super Sache. Yes.
Genau. Die nächste. Ja, dann eben keine Selbstbeweihräucherung, ohne Kampf, ja, kein Dampf, einfach weitermachen, weiterkämpfen und dementsprechend zurück zu dir. Mhm. Gut, also gehen wir in die Medias Res. Am Samstag ist es endlich soweit, Samstag ist der 31. August. Und da treten wir zum ersten Mal mit vereinten Kräften und mit so einer großen Masse auf, wie das bislang in der Vergangenheit hier in Deutschland von den deutschen Dampfern noch nicht der Fall war. Ich fange einfach mal bei dir, Frank, an. Ich will hier gar nicht groß die Redereihenfolge bestimmen. Sowohl Frank, bitteschön, als auch Rolf, redet einfach zusammen irgendwo, wenn ich Fragen stelle oder wenn ich euch beiden frage, seid ihr bitte beide angesprochen. Wir machen das hier ganz locker und formlos. Frage ist einfach, was gibt's Neues? Was gibt's Aktuelles von euch, von eurer Seite aus, vom Organisationsteam für die Demo in Düsseldorf, als auch für die Demo in Berlin zu berichten? Was gibt's Neues? Was sollte man wissen? Wer soll denn anfangen von den beiden? Ich habe gerade gesagt, einfach Frank, scheißegal, komm, irgendwer, okay, haut einfach mal. Fang du an. Ja. Okay, also aus Berlin gibt es soweit nichts Neues. Ja. Wir haben unsere Planung soweit abgeschlossen. Mhm. Wir mussten unseren Startpunkt zwar um 30 Meter verlegen in einen nahegelegenen kleinen Park. Das ist aber weiter kein Problem. Wir haben da schon so weit das organisiert, dass also Besucher, die zur Demo kommen, gegebenenfalls auf den neuen Standort umgelagert werden können, umgewiesen werden können, ohne dass da irgendjemand verloren gehen sollte. Mhm. Was positiv sich für uns entwickelt hat in der letzten Zeit, war eben, dass die Händler eben doch jetzt wieder vermehrt aufgewacht sind, dass also vermehrt Anfragen gekommen sind, vermehrt auch Spendenbereitschaft und Hilfsbereitschaft aufgekommen ist, auch von den Berliner Händlern, sodass wir also auch von der Ausrüstung her soweit komplett sind. Ja, wir haben also auch ein paar Redner auftun können. Die Startveranstaltung wird noch von den Organisatoren, also aus der Orga-Gruppe heraus gemacht. Das heißt also, der Veranstalter wird reden und ich werde einmal reden. Mhm. Wir haben eine Zwischenveranstaltung, wo dann am Brandenburger Tor DJ Tanit sprechen wird. Mhm. Den haben wir also für uns da mit rankriegen können. Kurze Unterbrechung bitte. Zwei Fragen. Wer ist denn offiziell der Veranstalter in Berlin? Veranstalter ist Dr. Steelsteamer. Mhm. Das ist der die Veranstaltung offiziell angemeldet hat bei der Polizei, der sich auch um die Genehmigung gekümmert hat, was soweit alles reibungslos lief. Den letzten Kontakt jetzt zur Polizei zum Abschnitt hatten wir jetzt gestern. Da von der Seite aus spricht eben auch nichts dagegen. Es wurden auch keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen vorausgesetzt. Es wurde also auch keine Absperrung zusätzlich vorausgesetzt von der Polizei aus. Entweder weil sie uns sehr gut gesonnen sind oder weil sie nicht glauben, dass wir wirklich 500 bis 1000 Leute zusammenkriegen. Zweiteres werden wir ihnen wahrscheinlich eher das Gegenteil beweisen und ja. Beim Rest werden wir dann schauen. Ja. Also wir gehen alle davon aus, und das ist einfach eine Grundprämisse, dass das eine friedvolle Demonstration sein wird, definitiv. Ja, definitiv. Eine andere Frage noch, ich bin jetzt kein Insider, den DJ, den du gerade erwähnt hast, ich kenne ihn jetzt nicht, muss man den kennen? Sorry jetzt an nein, DJ. Also man muss ihn nicht kennen, er hat schon mal eine Veranstaltung für die E-Zigarette, also für die E-Dampfe gehalten. Er ist auch bekannt, darunter, dass er unter anderem auch schon mal mit Dr. Motte zusammengearbeitet hat, in den Anfängen der Love Parade, bis ihm das Ganze zu kommerziell wurde und er sich dann von der ganzen Sache abgeseilt hat und da dann wirklich sein eigenes Ding gedreht hat. Er ist ein bisschen publikumsscheu, hat er sich so ein bisschen beschrieben, also so war nicht allzu leicht, ihn da wirklich als Redner zu gewinnen. Aber es ist ihm vorteilhaft, weil er wirklich weiß, wovon er da spricht bei der E-Zigarette und weil er wirklich auch die ganzen Entwicklungen kennt. Er ist selber eben auch Dampfer, ja. Überzeugter Dampfer, was das Ganze natürlich für uns positiv gestaltet.
Gut, und die 30 Meter, die du anfangs erwähnt hast, die werden wahrscheinlich kein Problem sein. Es bleibt bei dem eigentlichen Standpunkt, auch wenn er 30 Meter verlagert ist, wird man das auf der Sichtweite wohl, kein Nebel vorausgesetzt, sehen oder nicht. Ist kein Problem, oder? Ja, notfalls dem Nebel folgen, also. Okay, ich meinte jetzt den natürlichen Nebel, aber ist schon klar. Ja, ja, also 30 Meter, das ist am S-Bahnhof. Ja, okay, Ding, ne? nicht viel, also das ist eine kleine Straße, wo es beginnt, die Route bleibt die gleiche. Es ist nur der Treffpunkt verlegt worden. Und da wir ja eh eine gewisse Vorlaufzeit einrechnen, bevor wir wirklich loslaufen, ist das also keine Sache. Okay, gut. Ja, Rolf, danke erstmal bis hierhin. Wie sieht das in Düsseldorf aus? Wir geben zurück oder wir übergeben schnell ins Landesstudio nach Düsseldorf. Dankeschön. Das war natürlich echt gerade lustig, einfach dem Nebel folgen. So. Das war natürlich gut. Machen wir am besten in Düsseldorf auch. Ja, wie sieht es in Düsseldorf aus? Also, da fängt es natürlich auch wie nach wie vor um 14 Uhr an. Und losgehen werden wir nach der Kundgebung und nachdem wir uns dann alle versammelt haben, um 14.15 Uhr ungefähr. Und so, dass die Nachtzüger, die aus der Bahn kommen oder so, uns dann auch noch finden werden. Wir haben wohl auch schon Leute, die sich auf den zum Hintereingang befinden und Schilder bitte einmal wenden, aufstellen, damit die Leute in die richtige Richtung gehen, weil Düsseldorf hat, wo ich kenne den Düsseldorfer Bahnhof nicht, nur zwei Ausgänge. So, und okay. Die laufen wohl oft in die falsche Richtung. Wie heißen denn die Ausgänge und welchen Ausgang muss man nehmen? Haupteingang, Ausgang, den richtigen. Ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich. Also ich habe es vorgestern irgendwie gelesen, aber ich kann es jetzt mal. Ja. Gut. So. Zu der Rednerliste, dort hat sich nicht viel getan, also es sind dieselben Redner, die wir vorher auch hatten, die letzte Sendung nicht gesehen haben, ich kann sie ja nochmal kurz erzählen. Ja, bitte. Das wäre einmal der Andreas Rohde von der Piratenpartei und ist Bundestagskandidat, das ist Reinhard Dampf, dann ist das die Birgit Licki, Freie Initiative Dampf aktiv, die Adelheid Rippe, Aktionsbündnis NRW genießt, Daniel Schmal und Phil Check. Alias Phil Gut, ja. Ja, genau, Herr Phil Gut. So, ja, dann haben wir wir haben jetzt eine Bühne, sie ist polizeilich genehmigt worden, sie ist reserviert, kommt am Samstag auf den Platz. Morgen stellt sich erst raus, wo wir denn der Strom herkriegen werden, das sollte aber nicht so das größte Problem sein, weil auch schon Notstromaggregator, der vielleicht ein bisschen Krach macht, aber der ist wohl auch schon unterwegs. Ich hoffe für die Dampfer, damit die alle ihre Akkus laden können, oder? Ja, ich weiß jetzt auch den Ausgang, den richtigen Ausgang von dem Hauptbahnhof, ne? Ich bin natürlich auch verbunden. Ne? Also der Ausgang, der richtige Ausgang, Konrad-Adenauer-Platz ist der richtige. Also Konrad-Adenauer-Platz, okay. Aber die Frage war, oder der Scherz war dann eigentlich ernst gemeint an beide Seiten. Wenn du sagst Strom, ihr wisst nicht, woher ihr den Strom kriegt, das ist eine Sache, Hauptsache es gibt Strom, aber kann man da wirklich seine Akkus laden? Gibt's da den Akkus laden? Hier geht es um Kundgebung. Bitte Leute, kommt mit vollen Akkus vorbei. Oder dann bei eurem Nachbarn. Also, gut. Ja? Also das so. Also, ganz ehrlich, hier so ein 18650er dürfte ja wohl den ganzen Tag reichen, oder? Und wir sind von 2 bis 15 Uhr unterwegs. Okay, naja. Na, also wir haben auf jeden Fall zwar auch einen Stromgenerator, den brauchen wir auch, weil wir haben eine mobile Bühne, also sprich, wir haben ein Fahrzeug mit Musikanlage eben entsprechend organisieren können. Akkus laden, das Ganze ist zwar mit einer maximalen Endzeit von 20 Uhr geplant, aber auch in dieser Zeit wird wohl ein 18650er nicht fertig zu laden sein. Das dürfte also auch etwas knapp werden. Nein, also wir gehen auch davon aus, dass die Dampfer schon ihre eigene Verpflegung, sei es an Dampfen, sei es an Getränken, sei es an Essen mitbringen. Es wäre organisatorisch auch gar nicht gegangen. Also man kann keine Demonstration innerhalb von 2 Monaten hochziehen, wo man ein Rundum-Sorglos-Paket den Demonstranten bieten kann.
das klappt einfach nicht. Das klappt aus dem Finanziellen heraus nicht, das klappt aus dem Organisatorischen heraus nicht. Und das würde auch Probleme mit den Genehmigungen geben, wenn wir anfangen, irgendwo Imbissbuden aufzustellen und so nach Marke, hier kannst du für 20 Cent oder 50 Cent eine Currywurst dir kaufen. Wir kennen das ja alles von der Love Parade, da gab es ja auch genügend Probleme nachher mit Getränken, mit Dreck und mit Wegschmeißen und so weiter. Aber dann ist das abgeklärt, was die Akkus anbelangt, muss man sich keine Hoffnung machen, dass man diese laden kann. Mit vollen Akkus ist man gut ausgestattet. Ja. Ja, okay. Gut, das heißt, der Rednerplan in Düsseldorf, der ist so wie, der bleibt so wie vereinbart, ne? Ja, offensichtlich. Also seitdem, es kommt jetzt noch irgendjemand dazu, wir haben zwar verschiedene Aufrufe gemacht, aber achso, genau, ich soll gerade mal eben fragen, was die Berliner denn noch vorhaben, weil es hier bis 20, weil es bei euch bis 20 Uhr geht. Ja, wir haben ja eine Strecke, die über 5 Kilometer lang ist. Oh. Die wir bekommen haben. Wir rechnen auch mit einem größeren Zuwachs aufgrund dessen, dass wir das zeitlich positiv abgepasst haben, unbewusst. Da wir auf der Straße des 17. Juni auf der anderen Spurseite gleichzeitig ein Fahrrad drin haben, da also auch mit rechnen, dass wir langsamer vorankommen werden, als wir erst gedacht haben, weil einfach da wahrscheinlich dann auch die Interesse von anderen geweckt wird. Wir haben ja den mobilen Wagen, das heißt, wir können also auch mit unseren Funkmikrofonen entsprechend dann auf Fragen oder Infos direkt reagieren und da eben auch Fragen öffentlich stellen lassen, um da eben eine gewisse Resonanz und vor allen Dingen auch ein gewisses Interesse von eventuellen Rauchern, Nichtrauchern, einfach von fremden Leuten noch zu wecken. Mhm. Ja, jetzt wollte ich gerade was fragen, was ich natürlich gerade wieder vergessen habe. Genau. Für die Leute, das ist jetzt eine Frage, die euch an euch beide geht, für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, weder in Düsseldorf noch in Berlin live mit dabei zu sein, gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenn ich zu Hause bleiben muss, dass ich trotzdem möglichst zeitnah über die Geschehnisse, über die Stimmung informiert werden kann? Ja, also in Berlin wird es schwer. Aufgrund der Strecke rechnen wir damit, dass das Funk, also das normale UMTS-Netz einfach mal ausgelastet werden wird, sein wird. Das heißt, wir können also keinen Livestream oder ähnliches schicken. Wir werden aber auf jeden Fall aufnehmen und das dann zeitnah, möglichst zeitnah dann bei YouTube entsprechend hochladen, gegebenenfalls eben auch nochmal als Videodatei über Facebook verbreiten. Oder auch über unser eigenes Forum, was wir ja nochmal haben, wo dann eben auch nochmal entsprechend angegangen werden kann. Was meinst du jetzt mit eigenes Forum, wenn ich nochmal fragen darf? Na, wir haben für die Demonstration, also für die Orga-Gruppe in Berlin, haben wir nochmal ein eigenes Forum ins Leben gerufen, wo wir eben nochmal zusätzlich Informationen auch für nach außen hingehend austauschen, ja, wo wir also nicht nur für unsere Orga-Gruppe das Ganze nutzen, sondern es wird eben ein Forum, was nochmal zusätzlich für Dampfer und Interessenten nach außen hin denn erreichbar ist. Gut, und wie erreiche ich das Forum? Ja, da muss ich mal kurz schauen, einen Moment, dann kann ich denen sagen, das Ganze ist einfach nur dampfer-gegen-den-reglementierungswahn.xorbor.de. Den Link selber werden wir aber dann nochmal zusätzlich veröffentlichen, ja, sobald das Ganze denn ja, unter Dach und Fach ist, sobald wir da sagen können, wir haben das Video fertig, wir haben eventuelle zusätzliche Sachen noch fertig. Da geben wir das entsprechend auch mal frei, wobei sogar der Link, soweit ich weiß, einmal bei uns in der Facebook-Gruppe für die Demonstration in Berlin auch schon mal gepostet worden ist. Wie sieht das in Düsseldorf aus, Frank? Also hier in Düsseldorf sieht es halt auch so aus, dass wir über Facebook, Twitter, Google+ und Co. Auch permanent, also irgendwelche Leute irgendwie am Handy sind und uns informieren werden. Es werden ja, alles, was passieren wird, ob es regnet, beziehungsweise wer gerade auftritt, wer gerade eine Rede bringt und so weiter. Wer gerade einen tierischen Flash gehabt hat, alles das.
Genau, wer gerade einen tierischen Flash gehabt hat. Es wurde hier gerade aus Düsseldorf nochmal gefragt, weil wir wollen ja auch mit, zusammen mit Berlin arbeiten. Es wurde gerade hier aus Düsseldorf nochmal gefragt, wann ihr denn wo ungefähr, zu welchem Zeitpunkt irgendwelche Reden halten werdet. Ja, wir haben eben, wie gesagt, einmal die Rede oder die zwei Reden am Anfang. Die werden so zwischen 14:15 und 14:30 stattfinden. Ja. Dann haben wir die Mittelkundgebung am Brandenburger Tor. Planung ist da wahrscheinlich so gegen 16 Uhr. Wir können aber keine genauen Zeiten ausmachen, wie gesagt, aufgrund dessen, dass eben auf der anderen Seite auch noch einiges los ist und wir noch nicht genau abschätzen können, wie weit wir da aufgehalten werden. Dann eben nochmal die Endkundgebung, die wird zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr stattfinden. Ah, cool. Mhm. Frank, wenn du sagst, dass man über Facebook, Twitter und Google Plus das Geschehen mehr oder weniger live, sage ich jetzt mal, also nicht als Live-Übertragung, aber in Fragmenten mitsehen kann, wie komme ich an die Adressen dran? Ich will dich jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Wenn du es nicht weißt, ist egal. Können wir das gerne nachliefern. Aber wenn du das sagst, dann. Genau, ich werde es nachliefern. Auch. Also, jeder schreibt es erstmal über seinen Account und die schicken es dann wirklich weiter. Aber ich habe gerade noch irgendwie gelesen. Mann, den Schritt voll. Ich suche es raus. Kein Problem. Ja, die Überfrage kam jetzt sehr überraschend. Okay, ja, nee, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Was heißt Verlegenheit? Ist ja völlig legitim. Wenn diese Möglichkeit besteht, kann ich mir vorstellen, dass die Leute, die zu Hause bleiben müssen aus irgendwelchen Gründen und Interesse haben, das live zu verfolgen, möglichst zeitnah, ne, dass sie das natürlich diese Möglichkeit nutzen wollen. Und dann sollen sie das auch, wenn das angeboten wird. Wir versuchen das auch, bitteschön, bei uns im ERF, im Dampfertreff, auch als auch im Webertrails.de Talk Forum jeweils zu posten. Ja, gut. Was mich noch interessiert, ich guck mal wieder auf die Zeit. Also, liebe Chat-Gäste, die jetzt online sind, es besteht nach wie vor das Angebot, wer will, kann sich gerne hier reinklinken. Ich gehe mal davon aus, dass Lilly, wie immer, die ich vorhin übrigens vergessen habe, das tut mir leid, Entschuldigung, Lilly, I'm sorry about this. Genauso wie Youth Media, der uns auch in der letzten Zeit immer gut unterstützt beim Live-Chat. Auch danke dafür nochmal. Dass Lili den Link zu dem Hangout bereitstellt. Also wer gerne mit hier hinzustoßen will, der schreibt einfach eine kurze PM an Lili und kriegt dann den Link, dass er hier mit hinzustoßen kann. Was mich nochmal an beide Gäste vom Orga-Team Düsseldorf und Berlin, was mich interessiert. Wie sieht es eigentlich mit Presse aus oder mit öffentlichen Anstalten? Konnte die irgendwie dafür gewinnen oder dafür aufmerksam machen? Also Berlin, nein. Mhm. Wir hatten diverse Anfragen gestellt. Entweder wurden sie direkt abgeschmettert, nach Marke kein Interesse. Das waren noch die wenigsten. Bei den meisten kam gar keine Reaktion. Wir rechnen zwar damit, dass ein, zwei Journalisten irgendwo sich denn auf der Demo tümmeln werden, was es für uns natürlich nicht leichter macht. Aber so jetzt, dass irgendwo eine direkte Zusage gemacht worden ist, definitiv nein. Okay. Und wie sieht es in Düsseldorf aus? So und ähnlich sieht es genauso aus. Wir haben ja eine Presseabteilung und die bestehen aus Heiko und Hesel und mir. Und wir haben auch noch eine Erfahrung gemacht. Wir haben eine Erfahrung gemacht. Darf ich die erzählen? Soll ich die mal erzählen? Na klar, ich weiß zwar nicht, was jetzt kommt, aber erzähl das mal. Ja, wir haben in einer Nacht oder in einem Abend ziemlich viele Zeitschriften, Regionalzeitungen, Tageszeitungen angeschrieben und eine Pressemitteilung echt schwerstens erarbeitet und rausgebracht. So. Mhm. Und haben die dann verschickt. So. Mhm.
Jetzt ist ein Minder Bürger auf die Idee gekommen, doch zwei Tage später mal zum Mindener Tageblatt zu gehen und die darauf anzusprechen, dass er eine Mitmachzentrale gründet für die Leute, die nach Düsseldorf zur Demo wollen. Mhm. So. Woraufhin er zu dem Regionalredakteur gegangen ist, den er nun auch persönlich kennt. So. Mhm. Und der Regionalredakteur sagte ihm dann, ja, davon von der Demo haben wir schon gehört, aber die haben wir gelöscht, weil das ist ja nicht regional, das ist ja überregional. Und überregional würden sie nur Artikel bringen, die von der DPA kommen würden. So, da aber jetzt ein Mindener Bürger eine Mitfahrgelegenheit startet, also eine Mitfahrzentrale startet, wäre es natürlich schon interessant, und wir kriegen jetzt doch noch einen Artikel am Freitag, leider erst, in das Mindener Tageblatt, wo dann eben ja, aufgerufen wird, doch vielleicht mitzufahren. Also für alle anderen späteren Aktionen. So, ne? Wir haben das extra so spät gelegt, damit die Zeitung nicht 3-4 Wochen vorher berichten, so, aber haben natürlich nicht damit gerechnet, dass womöglich die Zeitungen und sehr wahrscheinlich alle nicht reagieren werden auf irgendwelche Pressemitteilungen, die wir noch so gut verfassen. So, wir können die Tageszeitung nur erreichen, wenn wir regional irgendwie Mitfahrt sind. Und wenn es eine Fahrradgemeinschaft ist, die irgendwie nach Düsseldorf, Nürnberg oder wo auch immer die nächste Demonstration ist. Ja. Schrecklich, oder? Aber wollte ich euch mitteilen. Ja. Gut, das sind die Erfahrungen, die man machen muss. Ja. Leider. Ja gut, die einfach muss man so sagen, die auch das widerspiegelt, so wie die E-Zigarette wahrgenommen wird, wenn was berichtet wird. Dann ist es leider nicht sowas wie eine Demo, die stattfindet. Sondern im Moment ist es eher ein Desinteresse. Bevor wir weitermachen, sehe ich gerade von Kingsmo, dass eine Frage aus dem Chat kam vom Reinhard, die wollen wir gerne vorlesen. Er fragt, ob es eine Kommunikation während der Demo zwischen Düsseldorf und Berlin gibt. Also erfahre das, ich. Ja. Das ist momentan nichts in der Planung. Ich gehe mal davon aus, dass da einfach ja, auf beiden Seiten zu viel Trouble war. Mit der Planung selber, mit den ganzen Vorbereitungen, mit den ja, Organisieren und so weiter, dass da bis jetzt einfach noch nicht dran gedacht worden ist. Die Frage kam bei uns schon auf, weil irgendwie hat wohl keiner die Zeit gefunden, da dann ranzugehen oder so. Mhm. Die Frage kam auf, vielleicht auch erst vor kurzem oder so, aber Zeit fliegt einfach nur noch weg. Aber das müsste doch schnell und einfach und unkompliziert organisiert werden, wenn nur zwei Personen, die A in Berlin, B in Düsseldorf sind, sich irgendwie austauschen können. Und das Ergebnis, machen wir am besten. Und das Ergebnis der Stimmung dem nächsten Redner mit in die Hände gibt, dass der kurz sagt, hey, Info aus Berlin, nicht nur Wettergut, sondern auch Stimmung oder wie auch immer, dann ist das doch schon okay. Ja, Rolf, wie sieht's aus? Wollen wir gleich noch Telefonnummern verteilen, also austauschen, und ich gebe dir es dann weiter? Das wäre doch. Können wir machen, ist kein Problem. Kann ich dir entsprechend meine Handynummer rübergeben, mit der ich sowieso vor Ort dann erreichbar bin? Ja. Da kann man dann gegebenenfalls WhatsApp, Direkttelefonat oder ähnliches machen. Ja. Wahrscheinlich wird Direkttelefonat noch am einfachsten gehen, weil wir davon ausgehen, dass das Mobilnetz einfach mal rechnend voll sein wird. Genau, und die Info gibt. Die Info gibt man dem nächsten Redner mit, der das halt an alle schnell rausstreut, damit alle Bescheid wissen, wie die Stimmung am anderen Standort ist. Ja. Das macht man dann so. Ja. Ja. Presse hatten wir gerade abgefrühstückt. Ich habe mir ein paar Fragen gemacht. Ach so. Du hattest das vorhin schon angesprochen. Rolf, gab es irgendwelche Probleme an beiden Standorten, in beiden Städten mit den Ordnungsämtern, mit der Stadt oder so? Also hier in Berlin gar nicht. Im Gegenteil, die Beantragung und die Genehmigung war innerhalb von wenigen Tagen durch. Wir haben auch erst damit gerechnet, dass wir irgendwelche großen Auflagen bekommen, da wir vorsichtshalber mit 2000 Leute angemeldet haben. Auch da ist nichts gekommen. Es wurden also keine Voraussetzungen vom Ordnungsamt gestellt, von wegen so und so viel Ordner oder Sani oder Klos müssen aufgestellt werden. Das haben wir dann aus eigenen
Menschenverstand dann entschieden, dass wir also da mit über 10 Ordnern an die Demo rangehen und mit einigen Sunnies plus eben auch Erstausrüstung für die Sunnies. Wir haben auch noch, falls das Wetter doch wirklich unerwartend warm werden sollte, nochmal zusätzlich Wasser organisiert, womit wir eben auch nochmal gegebenenfalls einzelne Demonstranten ja, vor den Dursttod retten können, ja, falls sie zu viel gedampft haben oder ähnliches. Das schon eher. Ja, da haben wir also entsprechend vorsorgen können, aber von den Ämtern her, auch von der Polizei her, gab es da bisher keinerlei Probleme. Gut. Gerade kommt nochmal eine Info oder ein Vorschlag rein von Reinhard aus dem Chat, wo es nochmal um die Kommunikation zwischen Berlin und Düsseldorf selber geht. Er schlägt vor, einfach ein Mikrofon, ein Handy ans Mikrofon zu halten. Auch nicht schlecht, ne? Dass man dann also ganz schnell auf die Art und Weise live einen kurzen Status kriegt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja, vielleicht können wir das auch machen. Ich weiß nicht, inwiefern ist Düsseldorf mit schnurlosen Mikrofonen ausgestattet oder habt ihr feste Mikrofone? Die Form kann ich dir jetzt gar nicht mal sagen, aber es ist noch gar nicht ganz sicher, ob wir überhaupt ein Fahrzeug haben, was die ganze Zeit mitfährt, soweit ich das bislang mitgekriegt habe und ob das dann so auch ganz möglich ist. Also bitte Düsseldorf hier per PM mal eben Bescheid sagen, aber ist mir wenn es eine Rednerliste gibt, egal wie viele Leute jetzt reden. Während die Redner da sind, haben wir natürlich ein Mikrofon zur Verfügung. Ja klar, das reicht doch. Aber nicht, weil es ging ja um die Kommunikation zwischen der ganzen Demo oder so. Nee, ja, einfach nur einen kurzen Status. Man muss ja nicht die ganze Zeit einen Livestream da aufbauen oder einen Ticker irgendwie, sondern einfach nur, dass man selber weiß, auf der anderen Seite geht's. Ne? Geht's gut, ja, wenn die andere Seite gerade zuhört, und dann können wir das natürlich hinkriegen. Ja, klar. Ja. Wir hatten es vorhin schon mal kurz gefragt. Ich wiederhole es nochmal, weil ich das von der Chronologie her wichtig finde. Nicht nur für die Leute, die nicht da sein können, sondern auch gerade für die, die da waren, finde ich. Wenn die ganze Veranstaltung vorbei ist, Samstagabend, spätestens am Sonntag, wird es irgendwie sowas wie einen gemeinen Tummelplatz geben, wo Videos, wo Kommentare und wo Fotos zur Verfügung gestellt wird, dass man das nochmal Revue passieren lassen kann oder wo man seine Fotos abgeben kann, sag ich mal in Anführungszeichen, oder irgendwo hinstellen kann, dass andere Leute die auch sehen. Ja, wie gesagt, wir haben ja einmal dieses Forum, das werden wir dafür aktiv nutzen. Das wird auch für Aktionen nach der Demo eben noch weiterhin aktiv bleiben. Wir haben da nicht vor, das irgendwie jetzt dann innerhalb der nächsten 3 Monate oder so zu deaktivieren, sondern es wird eben so, ist eben so geplant, dass es wirklich durchgehend aktiv bleibt und eben auch für weitere Aktionen zur Verfügung steht. Und da wird eben auch die Plattform sein, dann eben Videos auszutauschen, Bilder auszutauschen, Soundfiles eventuell auszutauschen. Ist das öffentlich oder muss man sich da anmelden in dem Forum? In den Forum selber muss man sich anmelden. Mhm. Einfach aus rechtlichen Gründen nicht anders möglich. Mhm. Die Anmeldung ist aber relativ einfach und unproblematisch. Man muss keine großen Daten angeben. Mhm. Eben nur das übliche, eine E-Mail-Adresse, einen Pseudonamen und dann sollte das schon gehen. Mhm. Und ich frage auch nochmal ausführlich, weil an Frank eben, wie ist von euch irgendwas geplant nach der Veranstaltung, dass man irgendwie sich austauschen kann oder? Also wir werden irgendwie eine Plattform haben, ob das nun Facebook ist oder ob das die dampfer-demo.de Seite ist, wo wir die Bilder austauschen werden, wo wir Texte austauschen werden. Wir werden dann noch weitermachen. Es wurde mal kurz irgendwas darüber geschrieben, aber so richtig festgelegt haben wir es noch nicht, aber es wird natürlich eben klar überhaupt. Wird sich wahrscheinlich auch selber dynamisch entwickeln. Ja, das stimmt. Ich lese nochmal ganz schnell hier ab. Reinhard fragt erneut was aus dem Chat. Danke, Reinhard, für die Beteiligung. Reinhard fragt, mal angenommen, es kommen mehr Leute als geplant, was ja schön wäre. Ist die Kapazität da jetzt so von der Planung her drauf eingestellt, wenn es wesentlich mehr werden sollten?
was die Ordner anbelangt und dergleichen? Also bei uns ist es so, dass wir ja prinzipiell schon mit einer höheren Menge rechnen. Wir haben bis jetzt knapp etwas über 200 Anmeldungen auf Facebook. Ein paar davon mit Doppelanmeldung, also wo schon von vornherein drin gesagt worden ist, ja, und ich komme noch mit Tante, Onkel, Cousine und sonst wen. Mhm. Deswegen rechnen wir mit einer Teilnehmerzahl schon, und damit haben wir am Anfang gleich gerechnet, zwischen 500 und 1000 Leute. Mhm. Deswegen wurde auch bei der Anmeldung eine höhere Zahl extra angegeben, weil gerade was Polizei betrifft, die sind eben auch entspannter, sagen wir es mal, wenn eben die Teilnehmerzahl doch etwas höher ist als erst veranschlagt, aber niedriger ist als angegeben. Mhm. Ja, da sind die Polizisten angenehmer, denn da sind die Kontaktpolizisten dann angenehmer. Und wir können eben entsprechend da auch kräftig und vor allen Dingen auch ruhig die Demo über die Bühne bringen. Mhm. Okay. Ja, gibt es denn eigentlich noch was, das ist auch ganz wichtig, was ihr aus Sicht des Orga-Teams noch hier an dieser Stelle kurz vor der Demo loswerden wolltet? Dann lassen wir doch erstmal Düsseldorf den Vorrang. Also die Frage ist einfach irgendwie, zum Beispiel, was ist auch, wird noch irgendwie was in letzter Sekunde benötigt? An Material, an Ordnern, an ich weiß nicht was. Oder ist irgendwas, was ihr uns als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als Dampfer noch so mit auf den Weg geben könnt oder wollt? Ja, also von unserer Seite aus ist eben jetzt nur noch eins. Es kam ja mal die Anfrage, ob wir auch Plakate bzw. Transparente und ähnliches für die Demo stellen. Wir haben uns da entgegen entschieden. Mhm. Wir haben eben da erst drüber geredet gehabt, sind aber der Meinung, gerade weil es individuell hier gehalten werden soll, die Dampfer sollen ja nicht alle irgendwo unter einen Schuh gesteckt werden sollen, dass eben jeder wirklich sein eigenes Transparent mitbringt, wer möchte. Es ist keine Pflicht. Desto mehr, desto besser natürlich. Und vor allen Dingen aber auch die Vielfalt, die dabei dann entsteht, die ist eben dabei das Wichtige. Genau, sehe ich auch so. Also ich hatte das letztes Mal so am Ende gesagt, ich hoffe, also ich stelle mir das bestmöglich so vor, je mehr Leute kommen, desto bunter ist die Vielfalt, desto weiter ist der Bogen aufgespannt der Leute, die da sind. Das wird vom Naturell her so sein. Und das spiegelt sich hoffentlich auch in den Transparenten und oder in den Flyern einfach so wieder, ne? Also um Gottes Willen irgendwie kein Uniformat an Transparenten und Flyern, das wäre ja tödlich, sondern je bunter wir Dampfer sind und je bunter wir uns da präsentieren, nur umso besser, mein Gott, das ist doch das reale Leben. Ja, also jeder hat da eine eigene Meinung, jeder hat eine eigene Vorstellung von dem, was er da sagen will. Das wird bestimmt natürlich alles in die gleiche Richtung stoßen, aber wie man sich ausdrückt, wie man sich zeigt, wie man argumentiert, wie man sich verhält, wie man sich das da, ne, wie man sich da gibt, ganz einfach. Das ist ja jedem selber überlassen. Und das soll auch so sein. Und das ist auch gut so. Ich sehe das auch so. Also um Gottes Willen da nichts irgendwie vorgeben, so professionell, dass das aus einer Schmiede kommt, muss und darf das nicht sein. Also ja. Zu der Frage jetzt zu Düsseldorf, was passiert, wenn jetzt mehr als 400 Leute kommen. Wir werden ratzfatz irgendwie noch ein paar Ordner dazu finden, die einfach bei der Demo sowieso schon dabei sind, dann werden sie halt einen Ordner kriegen. Und die Polizei sorgt schon ratzfatz selbst dafür, dass dann mehr Verstärkung kommt. Also das ist auch schon wohl geregelt worden. Gut, ist also kein Problem. Und wenn es zu Problemen kommen sollte, dann treten wir einfach in Schichten auf. Ja, ja genau. Ganz einfach, da sind wir ganz pragmatisch. Ja. Ja. Zu dem, was ihr gerade auch gesagt habt, mit dem, sollte auch ein bisschen gemischt sein. Oder? Sorry, ich war gerade ein bisschen abwesend, weil ich hier zu tun hatte. Ja. Sollte ein bisschen gemischt sein. Also auch. Was genau gemischt, du meinst jetzt? Die Plakate wahrscheinlich, ne? Oder was? Ja, die Plakate, genau, und was draufsteht und so weiter. Es wird auch das Publikum mitgemischt haben. Wir werden also einige Nichtraucher sogar dabei haben, die einfach die Regulierungswahnsinn sind. Wir werden natürlich auch Raucherleute dabei haben. So,
Und also Raucher dabei haben, NRW betrifft es besonders hart, weil hier darf man weder noch rauchen in Kneipen, noch irgendwie dampfen in Kneipen und so. Und hier fing wohl ziemlich alles an, glaube ich. Oder jedenfalls am härtesten trifft es NRW. So, die Raucher werden natürlich gebeten von uns, auch für uns Dampfer zu sein, weil Analysten davon ausgehen, das steht im Handelsblatt, den Link poste ich noch auf meiner Facebook-Seite, Frank Dückershoff, werdet ihr schon finden. Die Analysten gehen davon aus, dass in 10 Jahren die E-Zigarette die normale, übliche Tabakzigarette abgelöst haben wird. So, das bedeutet ganz einfach, wenn wir heute nicht gemeinsam für eine freie E-Zigarette kämpfen, dann werden wir demnächst nur diese Plastikzigaretten von der Industrie, von der Pharma- oder Tabakindustrie bekommen, die einen höllischen Sondermüll sein werden und zu Preisen, die wir alle nicht haben wollen. Wir sind dann wieder bei einer Zigarettenschachtel und teurer, allerdings in Plastikform. So. Ja, vor allem der ganze, ich sag jetzt mal, Sexappeal, die ganze Attraktivität, der ganze Anreiz, das ganze Spektrum an dem, was der Markt im Moment bietet und wie er sich in den letzten Monaten entwickelt hat und in den nächsten Monaten auch entwickeln wird, der geht verloren. Und das ist die Hauptattraktivität für jedes Individuum. Die Qualität der Geräte ist einfach so, dass es mehrfach benutzbar ist. So, und das, was die Industrie uns demnächst verkaufen will, das sieht man jetzt schon bei BAT, sind Wegschmeißprodukte. Mhm. Liebe Raucher, liebe Dampfer, liebe Nichtraucher. Ja? Wenn wir eine etwas weniger vergiftete Umwelt haben wollen, dann seid hierfür. Ja, das gelingt nicht nur an. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, die Tabakindustrie hat in den normalen Zigaretten zu den schädlichen Tabak jahrzehntelang zusätzliche Giftstoffe beigemischt. Ich weiß nicht, wie viele Dampfer bereit sind, ein Liquid oder eine Liquid-ähnliche Flüssigkeit zu dampfen von einer Firma, die schon Jahre und Jahrzehnte lang zuvor die Menschen absichtlich stärker süchtig gemacht hat, als es das Liquid jemals könnte. Man darf nicht vergessen, es ist nachgewiesen, dass Nikotin zwar süchtig macht, aber das Suchtpotenzial weitaus geringer ist als die Zusätze, die man in einer normalen Zigarette hat. Klasse, Wolf. Echt gut. Diese Diskussion setzen wir in ein paar Tagen live in Berlin, als auch in Düsseldorf, gerne vor Ort, nicht nur untereinander, sondern speziell mit den Leuten, die uns zugucken. Gut, ich danke euch beiden erstmal sehr herzlich bis hierhin. Ich hoffe, dass wir von den Teilnehmerzahlen, die bislang Pi mal Daumen abgeschätzt werden, dass wir die erreichen, dass wir möglichst viele Leute sind. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, von den Demonstrationen, die bislang in der Vergangenheit hier in Deutschland waren, wird das definitiv die Demo sein mit den meisten Teilnehmern. Ja? Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und freue mich da auch tierisch drauf, dass wir uns da endlich mal zusammen in der Masse einfach zeigen können und zeigen können, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen und was wir nicht haben wollen. Und was wir, nicht nur wir hier nicht, sondern die ganze EU, die Leute in der EU, die rauchen oder geraucht haben, was sie einfach nicht brauchen. So. Das ist... Entschuldigung, alle Leute, die unsere Sendung nur ein oder zweimal gesehen haben, wissen, was jetzt kommt. Wir haben noch genügend Zeit, einen gebührenden Abschluss zu versorgen an dieser Stelle, wie immer auch gerne tun. Wir leiten die Abschiedsrunde ein. Ja? Ich fange einfach mal an und sage, wie immer, wie ihr das kennt, fasse dich kurz. Stand früher an den Telefonzellen, gilt heute auch für uns. Also, wir haben noch 1,5 Minuten. Ich fange einfach mal, ich weiß nicht, wo ich vorhin angefangen bin, ich fange jetzt einfach mal bei Rolf an. Rolf, kurzes Abschiedswort, bitte. Ja, ich kann nur eins sagen, egal ob Raucher, Nichtraucher, Dampfer, ähnliches, kommt zur Demo. Schaut es euch an, wenn ihr nicht ganz davon überzeugt seid, redet mit den Leuten, ihr werdet sehen, vieles von dem, was euch gesagt worden ist, ist falsch. Und wünsche euch dann noch einen schönen Abend und bis Samstag. Danke. So, Frank.
Ja, ich schließe mich an und bringe noch etwas ganz schnell. Das Lied von Ray mit Feel Good ist der absolute Burner. So, auch wenn es nicht unbedingt mein Jahresalter und so weiter ist, aber es wird die jungen Leute an den Straßen ansprechen. Das heißt, unsere womöglich langweiligen Schilder, genervten Schilder, von denen die Leute an dem Straßenrand genervt sein werden, so werden auf einmal mit einer Musik beschallt, die ihr Alter sind, die, wo sie vielleicht mal drüber nachdenken und dann sagen, hey, und dass vielleicht mal diese Politikverdrossenheit aufhört. Ey, ich finde das Lied sowas von genial. So, und echt 50 Daumen nach oben. Gut. Bis zum nächsten Mal. Gut, schönen Dank. So, Norbert, bitte. Ja, wer nach Düsseldorf kommt, ich bin auch da und wir sehen uns dann dort. Genau, wer dich sehen will, sieht dich in Düsseldorf. Ja. Ja. Gut, Thomas, bitte. Ja, dem bleibt eigentlich insgesamt nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, dass möglichst viele Leute auf die Demo kommen. Ich bin auch dort. Bin auch gespannt, was passieren wird, wie es läuft. Je mehr, desto besser. Und ja, das Lied von Jay ist super toll, aber ja, auch wenn nicht der Musikgeschmack unbedingt auf den Musikgeschmack steht, die Aussage von dem Lied ist sowas von genial und zeitlos momentan. Ohne Kampf kein Dampf und da, zurück zu Marc. Jo, danke schön. So, last but not least, Stefan, du hast das Schlusswort. Ja, danke. Vielen Dank für die Beteiligung im Chat. Ich hoffe, das hat gut geklappt heute. Ich wünsche euch guten Dampf, viel Spaß oder Erfolg bei den Demos und ja, bis die Tage. Jo, ich schließe mich dem allen an, mach's ganz kurz, sag schönen Dank für die Teilnahme. Ob wir nächste Woche auf Sendung sind oder nicht, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Viel wichtiger ist aber, wir sehen uns am Samstag in Düsseldorf oder in Berlin. Schönen Dank, bis dann und tschüssing.